Gregor Schlierenzauer hat aber natürlich einen mächtigen Vorsprung gehabt auf Amann. 21,9 Punkte. Also jetzt muss man bedenken, wenn er so viel verliert, wenn er weiter bekommt er sicher auch niedrige Erhaltungsnoten. Aber er muss wahrscheinlich ungefähr 135 Meter fliegen. Braucht er, glaube ich, gar nicht. Weil der Simon war 133,5 im ersten und jetzt 144, oder? Und 145,5. Ja, er muss 134 braucht er. Ja, und er hat unten schlechte Bedingungen, schlechter als im ersten Versuch. Gut. Unten okay. Ah, guter Sprung. Bleibt drüber und... Wow, das ist einiges. Bah, das ist... Also das Glück von vorhin hatte er nicht und Amann hat seinen Sprung super ausgenutzt. 135, jetzt kommt es auf die Noten an. Es könnte sich ausgehen, aber es wird viel, viel knapper, als wir geglaubt haben. Und du hast so gesagt, Amann hat es nicht aufgegeben, schon gar nicht den heutigen das Tag. Das wird jetzt ganz eng. Aber jetzt sieht man es da. Der Sprung gut, schau. Aber da super aus wie im ersten. Aber da sieht man es. Der Ski geht ein wenig nach unten. Das ist einfach der Luftpolster, ist nicht da. Das heißt, der hat einfach nicht schön die Unterstützung von unten gehabt. Macht dann eh alles gut. Eine super Landung gemacht. Ich sage, er muss vorne sein. Das kann. Dann gleich weit gesprungen. Zwei Punkte weiter. Jawohl. Gregor Schlierenzauer, 20. Weltcupsieg, holt den Andi Goldberg ein. 9. Saisonsieg und der 5. in Serie. Aber es ist knapp geworden. Die Österreicher haben es überhaupt knapp gemacht. Gestern 1,7 Punkte, heute 2. Aber 2 Siege wieder gewonnen. Na super, muss man an Gregor gratulieren.